Hallo Leute, heute möchte ich euch das Setup beim Golfbad zeigen, so wie ich das mache. Ich bin zwar ein lausiger Golfer und ein schwacher Putter, aber ich habe ein System, das ich euch gerne zeigen möchte. Erster Akt, der Ball liegt und ich setze meine Füße so, dass der Ball genau zwischen den Fußspitzen liegt, quasi in der Mitte zwischen den Schuhen. Der zweite Akt, den Schläger, setze ich natürlich rechtwinklig zum Ball und den Schaft des Schlägers stelle ich senkrecht. Das kontrolliere ich mit den Augen sehr sorgfältig, denn hier geht es um Millimeter. Im dritten Akt probiere ich jetzt die Schlagrichtung, das heißt, ich führe den Schläger gerade nach hinten und spüre, wohin die Reise gehen soll. Jetzt schaue ich einmal zum Ziel, dann wieder zurück zu Ball und Schläger und ich konzentriere meinen Blick jetzt auf die Rückseite des Balles. Das heißt, die rechte Seite des Balles wird fixiert und ich werde nach dem Schlag den Schläger wieder in diese Grundposition zurückschwingen lassen. Das zeige ich euch in Zeitlupe, damit ihr das kapiert. Und hier kommt die Show. So, jetzt erst schaue ich dem Ball hinterher und überprüfe mein Resultat.